Krawatten binden, kein einfaches Unterfangen. Ich versuche es euch hier heute beizubringen. Angefangen mit dem doppelten Windsor. Der doppelte Windsor. Als Rechtshänder sollte man eigentlich das lange Ende auf der rechten Seite haben. Ich habe es mir allerdings mal anders angewöhnt, deshalb nicht wundern. Wer bisher mit Krawattenknoten noch nichts am Hut hat, kann es genauso machen wie ich. Alle anderen müssen halt ein bisschen umdenken. Aber das ist jetzt wirklich mal für die gedacht, die bisher noch keine Krawatten binden konnten. Der doppelte Windsor ist ein sehr symmetrischer Knoten, weshalb er ziemlich gut zu sehr seriösen Anlässen passt. Und er ist wie folgt zu binden. Das lange Ende wird über das kurze gelegt. Man achtet darauf, dass dieser Teil hier relativ kurz ist. Als Orientierung 15 cm ungefähr. Eine weitere Orientierung ist eine Naht an der Krawatte. Die lässt sich erfühlen. Ungefähr auf der Hälfte der Länge hat es diese Naht. Diese Stelle legt man über das kurze Ende. Ungefähr hier. Hier sitzt auch die Naht. Man hält mit der linken Hand diesen Punkt, damit die Schlaufe hier weiterhin bestehen bleibt. Nun hat man die Krawatte prinzipiell aus seinem rechten Oberschenkel und nimmt sie, so, das lange Ende, und führt es von unten durch die Schlaufe und klappt es oben drüber. Ja? Man wickelt also im Prinzip ein einziges Mal die Krawatte um diesen Teil hier. Einmal drumherum. Nun liegt die Krawatte auf der rechten Seite. Man hält weiterhin den Knoten mit der linken. Nun nimmt man die Krawatte wieder und führt sie durch, und zwar hier zwischen Brust und, ja, sagen wir mal, Handgelenk. Hier haben wir die Rückseite der Krawatte. Die Rückseite der Krawatte zeigt zum Hals, zeigt zur Krawatte und wird auch hier einmal drumherum gelegt und durchgezogen. Nun sollte das Ganze ungefähr so aussehen. Es sieht zwar jetzt nicht sonderlich sauber aus, aber es liegt auch daran, dass ich es einfach nicht im Spiegel sehe. Nun hat man die Krawatte hier folgendermaßen. Die Innenseite der Krawatte zeigt praktisch nach außen, und damit das nicht der Fall ist und dass man das nicht sehen kann, legt man die Krawatte um diesen Knoten einfach drüber. Ja, also es ist zwar noch kein Knoten, aber ein werdender Knoten. Nun liegt die Krawatte auf dem linken Arm und wir greifen mit der rechten Hand wieder durch den Hohlraum zwischen Brust und Handgelenk und holen uns die Krawatte von hier durch und führen sie mit der Innenseite der Krawatte vom Körper wegzeigend durch die Schlaufe am Hals. Das Ganze sieht jetzt ungefähr so aus. Damit der Knoten vollständig ist, nimmt man sich die Krawatte und führt sie durch die hier entstandene Schlaufe. Und um den Knoten fertig zu bekommen, hält man mit der linken Hand das kurze Ende und zieht mit der rechten Hand den Knoten zu. Das ist der doppelte Windsor. Nun kann man den noch hochschieben. Ich habe jetzt mal extra kein Hemd angezogen. Ja, den Knoten sieht man auch so. Hier dürfte dann ungefähr das Hemd sein. So, sprich, der Krawattenknoten wird von dem Hemdkragen bedeckt. Gibt ein sehr schönes Bild. Hinten hat man auch noch genug Platz, das kurze Ende in die davor gesehene Schlaufe zu stecken. Das wäre der doppelte Windsor. Ihr dürft gerne auch meine Folgevideos anschauen. Hier hätten wir den halben Windsor und hier nochmal den halben Windsor mit einer dicken Krawatte. Dicke Krawatten sind schwerer zu binden. Es würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch gebt, wenn es euch gefallen hat, und wenn ihr ebenso meine Folgevideos euch anschauen würdet. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und viel Erfolg beim Krawattebinden.